Hallo, schön, dass du wieder mit dabei bist. Heute geht es um den Caterpillar-Handstand. Bauch an der Stange, ja oder nein? Und wie solltest du optimal hineingehen? Viel Spaß dabei! Leg dich zunächst auf den Bauch, kreuze die Füße, als würdest du klettern und bring die Hände neben deine Schultern. Der Bewegungsablauf auf dem Boden soll nun der gleiche sein wie im Handstand. Bring deine Hände neben deine Schultern, Ellbogen dicht am Körper und streck zuerst die Arme, dann erst schieb das Gesäß mit Kraft deiner Beine nach hinten. Nach einem Invert leg deine Hände direkt unter den Schultern auf den Boden ab. Rutsch nun ein Stück nach unten, sodass deine Arme in einem etwas flacheren Winkel als einem rechten Winkel gebeugt sind. Halte die Ellbogen schulterbreit. Drücke zuerst deinen Oberkörper mit Kraft deiner Arme von der Stange weg. Und als nächstes ziehe mit Kraft deiner Beine dein Gesäß nach oben. Achte darauf, deine Points of Contact zwischen den Knieinnenseiten und deinen Füßen zu behalten. In der Endposition sollten deine Points of Contact eben die Knieinnenseiten, der Fußspann und die Ferse sein und dein Brustkorb sollte an der Stange sein, die Hände direkt unter den Schultern auf dem Boden. Achte darauf, dass deine Handgelenke, Ellbogen und Schultern in einer möglichst geraden Linie übereinander stehen. Fixiere deine Schulterblätter und schieb dein Brustbein zur Stange. Wenn die Hände zu Beginn zu weit von der Stange weggeführt wurden, liegt der Bauch an der Stange und du verlierst oft die Points of Contact an den Knieinnenseiten und an den Füßen. Achte darauf, wirklich die Hände unter die Schultern zu legen, um nicht an der Stange zu lehnen, sondern mit Unterstützung der Stange im Handstand zu stehen. Wenn die Armposition nicht klar ist, steh auf, bring dein Brustbein an die Stange, streck die Arme über den Kopf, zieh sie nach hinten, sodass deine Oberarme neben deinen Ohren sind, fixiere deine Schulterblätter und schieb dein Brustbein zur Stange. Wenn du das nicht tust, landest du mit dem Bauch an der Stange und lehnst in der Position. Und hier nochmal der optimale Ablauf des gesamten Moves. Wenn dir unsere Tutorials Spaß machen, wenn dir gefällt, was du siehst, gib uns ein Like, schreib einen Kommentar, teile es mit deinen Freunden und vergiss nicht, den Kanal zu abonnieren. Vielen Dank fürs Zuschauen, viel Spaß beim Trainieren. Bussi Baba, bis zum nächsten Mal.